Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Purzelcake. Muttertag steht vor der Tür und dem einen oder anderen fehlt sicherlich noch die zündende Idee, was man wohl zum Muttertag schenken könnte oder wie man ein bereits gekauftes Geschenk süß verpacken könnte. Und süße Verpackung trifft genau heute zu, denn wir werden kleine Schächtelchen aus Plätzchenteig backen. Und wie das Ganze funktioniert und wie man sie dekorieren kann, das zeige ich euch hier in diesem Video. Vielleicht ist das die zündende Idee, die euch noch fehlt für euer Muttertagsgeschenk. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video und später auch einen ganz ruhigen, angenehmen Muttertag. Aus ganz normalem Mürbeteig werden wir heute unsere Plätzchenschachteln backen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche rolle ich den Mürbeteig einfach einmal aus. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Da sollte man halt darauf achten, dass das einigermaßen passt, wie eben beim normalen Plätzchenausstechen auch. Dann nehmen wir uns eine Form, die unsere Schachtel haben soll. In dem Fall habe ich jetzt runde Ausstecher genommen. Wenn ihr keine runde Ausstecher habt, könnt ihr auch Gläser oder Schüsselchen nehmen, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Dann stechen wir so 5 Kreise aus, legen die auf ein Backblech mit Backpapier und dann nehmen wir einen kleineren Ring und stechen dann das Innere der Plätzchen aus, sodass wir einen Rand erhalten, der Hohlraum so gesehen von der Schachtel. Und bei 2 Plätzchen lassen wir das Ganze so, wie es ist. Der Boden und der Deckel, die sollten ja geschlossen sein, die lassen wir dann einfach so. Das Ganze wird dann im Backofen gebacken, wie ganz normale Plätzchen eben auch. So, ich glaube, 8 Minuten oder so waren die drin. Ihr solltet auf jeden Fall immer wieder mal reinschauen, dass euch die Plätzchen nicht zu dunkel werden. Aus dem restlichen Mürbeteig können wir natürlich noch ein paar Schächtelchen machen. Dann nehme ich jetzt hier einen Blumenausstecher, damit wir noch eine Blumenschachtel machen können. Und da funktioniert das Ganze genauso wie eben bei den runden Ausstechern. Mit einem kleineren wird dann ein Rand ausgestochen, der dann nachher den Hohlraum von unserer Schachtel bildet. Sobald eure Plätzchen fertig gebacken sind, lasst ihr sie am besten noch etwas auskühlen. Die sind nämlich noch etwas weich und dann ganz vorsichtig auf ein Abkühlgitter geben, so dass euch die dünnen Ränder nicht zerbrechen. Die sind nämlich sehr zerbrechlich und dann lasst ihr das Ganze auf jeden Fall einmal auskühlen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Schokoladenmürbeteig machen, also mit dunklem Mürbeteig. Da habe ich jetzt den restlichen Mürbeteig genommen und einfach Kakaopulver eingeknetet mit einem kleinen Klecks Milch, damit er mir nicht zu trocken wird. Und dann kann ich jetzt hier auch noch ein paar Schachteln ausstechen. Und da habe ich jetzt hier einen Herzausstecher und mache noch ein paar Herzschächtelchen dazu. Aus einem ganz kleinen Herzchen mache ich mir jetzt so eine Art Ringkissen. Da habe ich jetzt ein kleines Herzchen mit dem Plätzchenausstecher ausgestochen, nehme mir einen Ring, der nachher da rein soll und drücke da in der Mitte so eine Vertiefung, sodass der Ring da reinpasst und dann backe ich das Ganze einfach so mit der Vertiefung und dann ist das wie ein kleines Ringkissen nachher. Und auch hier verfahren wir ganz genauso. Wir nehmen einen kleineren Ausstecher und stechen uns dann lauter Ränder aus. Sobald alle Plätzchen gebacken sind und ausgekühlt sind, können wir schon mal etwas Schokolade über einem Wasserbad schmelzen und dann werden unsere Schachteln zu Schachteln zusammengeklebt. Ich habe jetzt hier die einzelnen Teile schon mal zusammengestellt, so in etwa sieht es dann aus. Und dann nehmen wir uns einfach eine Schachtel, einen Boden und die Ringe und dann kleben wir die einzelnen Elemente mit Schokolade zusammen. Am besten nehmt ihr euch da einen Pinsel zur Hilfe, denn die Ringe sind sehr dünn, das würde sonst viel zu viel Sauerei geben. Und da könnt ihr die Schokolade schön sauber auf dem Ring auftragen und auf dem Boden festkleben. Und sobald die Schokolade fest geworden ist, ist das auch richtig schön stabil. Natürlich, wenn die Schachtel hinfällt, geht sie trotzdem kaputt. Es sind halt schließlich nur Kekse. Aber sie halten dann richtig schön zusammen.
Und das macht ihr dann so lange, bis ihr alle Ringe aufgetragen habt. Der Deckel, der wird natürlich nicht festgeklebt, den soll man ja abheben können, um etwas in die Schachtel hinein zu verstecken. Mit der restlichen Schokolade könnt ihr die Plätzchenschachteln außen auch nochmal mit Schokolade einstreichen, sodass man die einzelnen Plätzchenetagen nicht sehen kann und die Schachtel drumherum schön glatt gestrichen ist. Könnt ihr eure Schachteln ganz nach Belieben dekorieren. Ich habe jetzt hier ein paar bunte Smarties dran geklebt. Die halten natürlich am besten nochmal mit einem Klecks Schokolade. Die habe ich jetzt mit einem ganz dünnen, kleinen, feinen Pinsel aufgetragen. Und dann könnt ihr natürlich eurer Fantasie freien Lauf lassen, wie ihr eure Plätzchenschachteln dekoriert. Ich zeige euch hier einfach mal ein paar Varianten, wie ich sie dekorieren wollte. Hier habe ich einfach ein paar Salzstangen genommen, habe die mir in die richtige Länge geschnitten mit einem scharfen Messerchen und sie dann ebenfalls mit etwas Schokolade um die Schachtel drum herum geklebt. Bei dieser Schachtel habe ich keine Schokolade drumherum gegeben, die sprühe ich jetzt mit so einem rosanen Spray an, Lebensmittelspray, habe ich mir im Tortenladen gekauft. Das fand ich ganz toll, das habe ich auch bei der Minion-Torte verwendet für die Krone und mit dem Pinsel fülle ich dann einfach die Lücken auf, die da noch eben sind. Das gleiche habe ich dann auch bei der Salzstangenschachtel gemacht, allerdings habe ich da ein Kupferspray genommen und ich fand, das sah richtig cool aus. Das war dann meine Lieblingsschachtel, die fand ich am allerschönsten. Gut, ihr könnt natürlich ganz viel machen, ihr habt da ja ganz viele Varianten, wie ihr eure Schachteln dekorieren könnt. Hier habe ich zum Beispiel einfach geröstete Haselnüsse genommen, die Schachtel nochmal mit Schokolade eingeschmiert und die dann in diesen Nüssen gewälzt, die dann mit Goldspray angesprüht, dass es aussieht, wie als würde die Schachtel aus lauter Goldnuggets bestehen. Also wie ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, geschmacklich genauso wie optisch, da könnt ihr auf jeden Fall eurer Fantasie freien Lauf lassen. Sobald eure Schachteln dekoriert und getrocknet sind, könnt ihr sie natürlich auch befüllen mit Sachen, die ihr einfach wollt, die ihr verschenken wollt, ganz nach eurem Belieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war vielleicht ein toller Tipp für euer Muttertagsgeschenk. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!